wenn ihr erst ab hier lest, empfehle ich euch, euch alles von Anfang an durchzulesen. Jedenfalls bin ich erst neulich umgezogen, in der Hoffnung, dass Rose mich endlich in Ruhe lassen würde. Unsere neue Wohnung war schäbig und heruntergekommen. Nichts, worauf man stolz sein könnte. Es war grau und klein, aber dennoch ganz geräumig. Der Umzug verlief zum Glück reibungslos und ich konnte es kaum erwarten, meine alte Wohnung hinter mir zu lassen und meine neue einzurichten. Ich wusste, dass Rose meine neue Adresse bestimmt herausbekommen würde. Trotzdem hoffte ich, dass ich Rose endgültig los wäre. In meiner neuen Wohnung angekommen, richtete ich alles ein und rückte alle Möbel zurecht. Es war ein anstrengender Tag gewesen, weswegen ich mich bald schlafen legte. Doch ich hatte keinen ruhigen und gesunden Schlaf. Ich hatte in dieser Nacht tausende Albträume. In jedem stand da Rose und eine Orange in ihrer Hand. Ich brachte so kaum ein Auge zu. Am nächsten Morgen stand ich da, mit tiefen, gräulichen Augenringen und einer völlig bleichen Haut. Ich fühlte mich richtig krank und entschied mich dazu, den ganzen Tag im Bett zu verharren, anstatt meine Einkäufe zu erledigen. Doch gegen Nachmittag wurde mir klar, dass ich heute einkaufen gehen musste, denn es war Samstag. Ich entschied mich aufzustehen und wälzte mich aus meinem gemütlichen Bett. Es war kalt draußen, es schneite sogar ein wenig und ich fiel mit meiner schwarzen Jacke und meinem grauen Schal nur wenig auf. Ich erledigte meine Einkäufe und versuchte nicht an Rose oder ihre dämlichen Orangen zu denken. Doch jede Orange, jeder orangene Pullover oder Jacke, sogar jedes freundliche, perfekte Lächeln, welches mir beim Vorbeigehen auffiel, erinnerte mich daran. Es musste endlich aufhören. Ich erledigte meine Einkäufe, doch an der Kasse klingelte mein Handy. Eine unbekannte Rufnummer? Flüsterte ich zu mir selbst. Es war eine SMS, in welcher stand, es endet bald. Ich sah mich hastig um, bemerkte aber keine auffällige Person oder auch Rose. Etwas erleichtert verließ ich, nachdem ich zahlte und meine Einkäufe mitnahm, den Supermarkt. Ich lief den üblichen Weg, doch mir fiel eine U-Bahn-Station auf, welche es eigentlich gar nicht mehr gibt. Aus Furcht und weil es für Horrorfilme üblich war, ging ich nur mit einem abfälligen Blick an der Station vorbei. Doch dann stoppte mich etwas mit einer immensen Kraft. Es hielt mich am Handgelenk fest. Und als ich mich umdrehte, musste ich mir einen lauten Schrei verkneifen. Da, mein Handgelenk fest im Griff haltend, da stand Rose. Sie grinste mich scheinheilig an, doch schien sie etwas mitgenommen auszusehen. Sie murmelte etwas sehr leise, in einer mir unbekannten Sprache. Vielleicht war es Russisch oder Arabisch. Jedenfalls hielt sie mich fest und murmelte leise mit einem geschlossenen Gebiss, lächelnd etwas, was ich nicht verstehen konnte. Ich riss mich von ihr los und rannte. Ich rannte weg von ihr, in der Hoffnung, sie würde mir nicht folgen. Ich wachte auf. Oder schlafe ich immer noch? Ich stand in einem Raum auf einmal. Ich erkannte ihn wieder. Es war der Raum, in dem ich damals, als ich noch ein Kind war, mein Zimmer im Haus meiner Eltern war. Und dort, vor dem Fenster, stand Rose. Sie lachte, aber nicht scheinheilig, sondern mehr erzwungen. Ich hörte Musik, es war schöne. Jeder Ton der Sängerin perfekt getroffen, zumindest in meinen Kinderohren. Dennoch, wenn ich versuchte, mich daran zu erinnern, kann ich es nicht. Ich wachte wieder auf und liege in meinem Bett. Es war also nur ein Traum. Doch meine Einkäufe standen da, vor meiner Tür. Ich musste Rose also tatsächlich begegnet sein. Ich dachte nach. Mir wurde klar, dass der Einzige, der mir helfen konnte, der Vater war. Er hatte wenigstens Erfahrung mit Rose gesammelt. Vielleicht ist ihm etwas über Rose eingefallen. Doch erst einmal schlief ich weiter. Ich brauchte den Schlaf. Am nächsten Tag, gleich in der Früh, fuhr ich los. Es war eine lange Fahrt. Aber ich denke, sie kam mir nur selbst so lange vor. Als ich bei der Kirche ankam, bemerkte ich schon, dass hier etwas nicht stimmte. Ich hörte die ganze Zeit aus der Kirche Orgelgeklämpfe und Gebete, welche laut ausgesprochen wurden, und dies von mehreren Leuten dort.
Als ich die Kirche nun betrat, fielen mir fast die Augen aus dem Kopf. Der Vater war an einem Kreuz genagelt worden und mehrere anscheinend geisteskranke Menschen gossen Benzin um ihn und verneigten sich von ihm und seinem Holzkreuz und beteten zu ihm auf. Es war vollkommen verrückt. Er sprach mit einer tiefen Stimme: "Los, meine Kinder, lasst uns beten, auf dass Gott mein Opfer akzeptiere und ich, euer Messias, euer Retter, euch von jeder noch so großen Sünde erlöse." Letztendlich zündete ihn einer von ihnen an und der Vater verbrannte schnell. Er schrie mehrmals laut auf, während sein eigenes Fleisch verbrannte und es letzten Endes schwarz und verkohlt wurde. Ich konnte es einfach nicht fassen. Der Vater hatte sogar Jesus Christus in der Brutalität des Sterbens übertroffen. Mehrere Momente noch stand ich noch am Eingang der Kirche und beobachtete das Geschehen. Ich entschied mich dazu, dass ich hiervon besser nichts gesehen hatte, und ich rannte dann zu meinem Wagen, welcher vor der Kirche parkte. Ich fuhr nach Hause, jedoch fuhr ich einen großen Umweg. Ich musste das Ganze erst einmal verdauen und darüber nachdenken. Kreidebleich kam ich dann zu später Stunde nach Hause und legte mich verwirrt und auch verstört zu Bett. Der anscheinend völlig verrückt gewesene Vater, Rose, die Orange, das war einfach viel zu viel. Ich wollte gerade wieder aus dem Bett aufstehen, doch da sah ich Rose vor meinem Fenster stehen. Ich konnte nichts sagen, denn ich war so einfallslos in diesem Moment. Ich hätte etwas wie "Verschwinde" oder "Was zur Hölle willst du" schreien können, aber mir fiel es einfach nicht ein, loszuschreien. Sie grinste mich nur überlegen an und dann sprach sie: "Weißt du, wieso der Vater so brutal gestorben ist?" Widerwillig schüttelte ich meinen Kopf und sah sie dabei an. "Er hat wegen mir den Glauben an die Kirche fast verloren. Das, was ihm am wichtigsten war, da hat er sich..." Ich unterbrach sie endlich und schrie nun los: "Hör endlich auf damit!" Verwundert sah sie mich an. "Er hätte das nicht tun sollen", sprach sie. "Warum?" Ich war kurz vor dem Ausrasten. "Das kann ich dir nicht sagen", sprach sie wiedermals kindlich. "Wieso nicht, Rose?" Ich schrie sie an und für einen Moment war sie von meiner Lautstärke paralysiert. Doch sie grinste nur einen Moment weiter, machte kehrt und lief zurück in die Dunkelheit, aus der sie hervortrat. Mir kam das alles eigenartig vor. Wenn Rose es nicht sagen konnte, hatte sie vielleicht eine Art Boss, welche ihr dies verbietet? Ich machte mir erst einmal Kaffee und schaute kurz auf meine digitale Uhr. Es war nun 4.03 Uhr. Ich trank meinen Kaffee aus und setzte mich selbst vor meinem Fernseher und sah diese billigen Wiederholungen, welche bereits gestern Abend liefen, an. Ich wollte nicht mehr schlafen, jetzt da Rose auch meine neue Adresse hatte. Gegen 5 Uhr bekam ich ein sehr eigenartiges Gefühl, als würde mich jemand ausspionieren. Ich sah mich um, konnte jedoch weder Rose noch sonst irgendjemanden sehen. Auf einmal bekam ich aus dem Nichts einen Schlag auf den Kopf und sank ohnmächtig zu Boden. Ich wachte wieder in einer Art Halle auf. Sie war sehr groß und hatte etwas von einem Geheimlabor. Ein paar Meter vor mir stand Rose und zwei andere Personen. Als ich lauten Krach hinter mir hörte, drehte ich mich um und musste mit Schmerzen feststellen, dass mein Kopf stark blutete. Ich sah mehrere Momente verschwommen, doch dann erblickte ich es. Eine große, achteckige Kugel und daneben mehrere gläserne Kugeln, in welchen tote Menschen reingequetscht wurden, umgeben von mehreren dicken Schläuchen, die in die Kugel hineinführten. Rose und die anderen zwei Gestalten machten ein paar vorsichtige Schritte zurück. "Warum bin ich hier?" schrie ich. Rose gab mir Antwort: "Er hat dich vor 276 Jahren ausgewählt. Er will nur dich", brachte Rose mit ihrer kindlichen Stimme hervor. Ich verstand nicht. Rose reichte mir eine Orange und machte einige Gestiken, dass ich diese essen sollte. Ich dachte gar nicht erst daran, doch sie nahm sie mir wieder aus der Hand, rupfte ein kleines Stück davon heraus und steckte es mir mit viel Kraft in den Mund. "Und schön schlucken", lispelte sie noch hinzu.
Widerwillig schluckte ich das Stück herunter und bemerkte, wie sich meine Umgebung veränderte. Alles verschwamm etwas, doch nach kurzer Zeit konnte ich wieder sehen. Fragend sah ich ihr entgegen. »Nervengift«, sagte sie kindlich, »damit es nicht so schmerzt.« Rose sah an mir vorbei und ihr kindliches Grinsen verflog. Ich wollte sie noch fragen, wofür zur Hölle ich das überhaupt brauchen würde und was so wehtun würde. Doch sie rannte mit den anderen zwei Gestalten schnell weg. Ich versuchte ihnen zu folgen, doch das Nervengift in der Orange machte mir zu schaffen und ich war nicht schnell genug, sie einzuholen. Ich wollte nun umkehren, doch was nun nur noch ein paar Meter hinter mir war, konnte ich nicht glauben. Es war eine Art Geist, denke ich. Ein großes, schwarzes Skelett, umgeben von einem grau-violetten Nebel. Es schwebte förmlich durch die Wände, doch es schien schwach zu sein. Es interessierte sich nicht großartig für mich, denn es schwebte nun nicht auf mich, sondern auf die achteckige Kugel zu und schwebte hinein. Die Leichen in den Glaskugeln hatten kurz darauf ein paar kleine Zuckungen und die Schläuche kamen in Bewegung. Sie saugten das Blut und die Eingeweide aus den Körpern heraus und tankten sie direkt in die Kugel, in welcher der Geist war. Ich nutzte nun die Gelegenheit, um wegzurennen, da ich glücklicherweise weder gefesselt noch verletzt war. Ich rannte weg in eine Art Büro, zumindest was davon noch übrig war. Der weiße Bürotisch war in der Mitte zerteilt worden und überall lagen Leichenteile oder Blut herum. Zwischen dem Gemetzel fand ich eine Notiz, auf welcher stand: Projekt 057, Geist. Er wird ernährt von den Nahrungsschläuchen, welche an seiner Ladestation und den durchsichtigen Futterstationen befestigt sind. Es muss immer eine voll funktionsfähige Ladestation haben. Falls nicht, wird Projekt 057 innerhalb von 20 Minuten verhungern, außer es findet einen geeigneten neuen Körper. Nun wusste ich wenigstens, was ich zu tun hatte. Ich musste die Kugel, seine Ladestation, irgendwie manipulieren. Vielleicht könnte ich dann aus dem ganzen Horror entfliehen. Ich hörte, wie eine Kiste in der Nähe umfiel, und da war Rose. Ich schnappte sie mir am Handgelenk und zog sie her. »Hey, was soll das hier alles?« Rose sah mich nur belustigt an. Ich konnte es mir nicht länger verkneifen und haute ihr einen ins Gesicht. Sie entgegnete: »Wie gesagt, er hat dich ausgewählt. Das wäre alles viel einfacher gewesen, wenn du nicht getauft worden wärst. Dann hätte ich dich gleich holen können. Doch dein dämlicher Gott stand uns da im Weg.« Sie grinste mich weiter scheinheilig an und deutete hinter mich. Ich folgte ihrem Finger und sah dort den Geist, schnell auf mich zufliegend. Ich rannte. Ich rannte einfach nur weg von hier. Ich rannte viele Treppen hoch, bis ich an einer Abzweigung ankam. Links kam gerade der Geist scheinbar wütend angeschwebt. Er fauchte laut und versuchte, noch schneller zu schweben. Ich rannte nach rechts. Doch vor mir war nun eine meterlange Lücke, zu groß, um einfach auf gut Glück darüber zu springen und zu hoffen, nicht einfach abzustürzen und mindestens 8 Meter zu fallen, um auf dem harten, unnachgiebigen Steinboden zu fallen. Ich wusste, dass der Geist mich jeden Augenblick zu fassen bekommen würde und mich wahrscheinlich dann genauso herzlos ausnehmen würde wie die Menschen, die hier überall an den Wänden klebten. Also sprang ich. Ich nahm keinen Anlauf, sondern sprang aus dem Stand heraus. Ich sah, dass ich es nicht auf die andere Seite schaffen würde und machte mich nun auf mein frühes Ende bereit und schloss meine Augen. Doch auf einmal packten mich schwarze, knochige Hände und umklammerten mit seinen langen, robusten Fingerknochen meine Arme. Ich schwebte. Ich traute mich kaum, meine Augen zu öffnen, doch ich spürte, wie ich auf den Boden schwebte. Ich öffnete meine Augen und mein Herz machte mehrere Sprünge auf einmal. Dieser Geist sah mich direkt an und holte aus, um mir in den Bauch und auf den Kopf zu schlagen. Er schrie dabei so laut, dass sogar meine Knochen Gänsehaut bekamen, und ich hörte einen schrecklich hohen Ton in meinen Ohren. Er hob mich hoch, um es zu beenden, doch schlug er nicht weiter ein und zerrte mir bei lebendigem Leib meine Orange und Knochen heraus, sondern flog er in mich hinein. Er wollte meinen Verstand unterdrücken und mich willenlos machen, doch mein Wille war stärker und ich drängte ihn zurück. Er ist wieder aus meinem Körper geflohen und durch eine Wand aus meiner Sichtweite weggeschwebt. Nur mit Mühe fand ich den Ausgang. Doch Rose
oder diesen Geist habe ich bis jetzt nicht wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt irgendwie besiegt habe oder so, aber ich denke, ich werde jetzt erst einmal Ruhe von dem Ganzen haben. An diesem Punkt möchte ich mich hier von euch verabschieden. Ich kann leider nicht behaupten, dass die letzten Monate eine schöne Zeit für mich waren, aber ich hoffe, dass das sich bald ändern wird. Ich wünsche euch noch ein schönes Jahr. Ciao. Auszug aus einer Zeitung. Milos Bojtic fand letzten Mittwoch seinen Tod. Die Kriminalpolizei hat immer noch keine Erklärung für den seltsamen Tod Bojtics. Es scheint, dass ihn wortwörtlich etwas von innen aufgefressen haben solle, und dies auf brutalste Art und Weise. Bojtic soll, nachdem es seine Lunge erreichte, an einem schmerzhaften Tod gestorben sein. Man geht nicht davon aus, dass dies von einer Art Drohne oder auch einem Tier verursacht wurde. Auszug aus einer anderen Zeitung, 4 Tage später. Man hat nun in England noch mehr Leichen gefunden. Darunter auch die Bauarbeiter Christopher Sigeria, Sarah Miriam Schmidt und Philip Miller. Sie sollten laut Vorgesetzten alleine den Einbau eines Fensters vornehmen und waren als einzige vor Ort. Heute Morgen hatte man die 3 tot vorgefunden, wobei alle 3 mehr oder weniger verstreut auf der Baustelle lagen. Sigeria fand man nur noch einzeln verstreut vor. Schmidt und Miller waren bis auf ihre Knochen nur noch leere Hüllen. Die Kriminalpolizei geht nun davon aus, dass es sich, genau wie bei Bojtic, um einen aggressiven Virus handeln muss. Jedoch hat man sonst keine Spuren auf ein Virus gefunden. Da zur Zeit dies die einzigen Opfer sind, heftet die Polizei diese und weitere Vorfälle unter ungeklärt ab, um eine Massenhysterie zu vermeiden.